Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit in 2.de Germania. Ja, hier seht ihr mal den Nemere. Das ist tatsächlich mein allererster Solo-Nemere. Woran liegt's? Vorher hatte ich nie eine Ninja, heißt, da musste mal jemand mitgehen, dass ich den machen konnte überhaupt, beziehungsweise ich bin mitgegangen mit Snow. Und anderes halt mit Ninja, Shami und sogar mit noch einem Krieger mitgegangen, je nachdem wer mitgegangen ist, weil ich einfach vom Damage her es nicht gepackt habe unter anderem. Und als ich es dann letztes Jahr mal probiert habe, mich getraut habe zum Nehmen, als mein Ninja einigermaßen soweit war, heißt, der hat halt irgendwie ein bisschen mehr Equipment bekommen, dies, das. Also nicht das, was ihr jetzt seht, sondern ist schon ein bisschen her tatsächlich. Das, was ihr jetzt seht, ist richtig aktuell. Da habe ich es nur nicht gepackt, weil ich einfach auf Ebene, ich glaube, das ist Ebene 2 mit den Frostschlüsseln einfach, ich habe nicht den richtigen gedroppt. So nach 50 Minuten war ich halt immer noch auf der zweiten Ebene und ja, da war ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig demotiviert und habe mir gesagt, okay, den Run mache ich nie wieder. Heißt, ich habe Solo Hydra früher geschafft als Solo Nehmere. Ist auf jeden Fall ziemlich wild und ja, jetzt öffne ich auch mal die Truhen, was da so rauskommt. Seht ihr ja. Die Truhen sind so. Also an sich können die Truhen mega geil sein. In meinem Fall waren die eigentlich richtig ein Griff ins Klo tatsächlich. Also wirklich. Ein Mithril ist der Highlight, glaube ich, gewesen insgesamt. Ich kann ja mal kurz vielleicht gleich weiterblättern. Oder also auf der ersten Seite, ich zeige auch mal gleich die erste Seite auf jeden Fall. Es war wirklich ein Griff ins Klo. Nicht mal vernünftige Waffen oder so. Und ja, genau, also Nemre ist schon eine Herausforderung für sich tatsächlich. So, da seht ihr auch mal nochmal die Hydra. Man sieht, mein Push sieht man rechts mehr oder weniger und man sieht oben links, dass ich so alles drin habe. Ich habe DGA drin, Crit DB Kampf habe ich auch drin. Ansonsten ja, kann ich oben links eigentlich nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Man sieht, ich habe meistens den Push, den ich, also ich habe eigentlich den Push, den ich verwendet habe, habe ich halt auf Seite 2 oben alles immer. Genau, also man sieht, ich habe Fische drin, ich habe tatsächlich Eis, Kraft, Wasser hin und wieder, da ist es eigentlich relativ egal, welche ich nehme. Ich kann welche mit 8% nehmen, ich kann welche mit 20% nehmen. Das ist gleich. Ob ich auch ohne laufen könnte, weiß ich nicht, weil irgendwie in letzter Zeit spinnt die Hydra ziemlich sehr bei mir, warum auch immer. Den Aal habe ich mittlerweile auch weggeworfen, weil die 5 Stärke, die machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Und Glockenblumensaft mache ich zwar trotzdem, aber ich glaube, theoretisch brauche ich den eigentlich auch nicht. Also theoretisch Stockwasser. Wenn es das Kritwasser, also Dockwasser, mache ich auf jeden Fall. Die Beethaus, da ist es auch von 12 bis 20, da ist die Variation hoch. Und ja, also das ist im Prinzip mein Push, mit dem ich laufe. Genau, habt ihr es jetzt auch mal gesehen. Ob man das mit einer Zodiac-Glefe und einem Brilli-Rubin machen kann, ich bezweifle es tatsächlich stark. Wie gesagt, das Schlangenrüschwort ermöglicht mir halt eben, dass ich das mit dem Brilli-Rubin laufen kann. Aber Tests mit einer Zodiac-Glefe habe ich eben nie gemacht und ich kenne auch niemanden, der Erfahrung damit gemacht hat. Und ja, hier habe ich mir gerade für 20 Won 10x Feuerruhen gekauft. Also 10x 200er Pakete von einem guten Gildenkollegen. Da werde ich auch in Zukunft wahrscheinlich kaufen, wenn er denn welche farmt. Das ist immer so das Problem mit dem Farmen. Heißt, wenn er welche hat, nehme ich die ab. Wenn halt keine sind, dann kann ich halt das Aurige Wand nicht ab und so. Am Markt sind die halt meistens alle viel, viel teurer. Hin und wieder gibt es auch welche für 2 Won, aber ich habe mir gesagt, okay, nee, komm. Ich kaufe von ihm, wenn er welche hat. Wenn er keine hat, hat er halt keine. Wird halt mein Auregewand drunter leiden, aber naja. Jetzt ist es halt zumindest schon mal Level 30, das habt ihr ja schon in der Kuhshow gesehen. Heißt, zumindest dieser Teil ist auf jeden Fall quasi davor aufgenommen worden. Genau. Ja, ansonsten, was gibt es jetzt hier noch sozusagen? Ich werde gleich jetzt hier noch versuchen, Rüstungen herzustellen. Wie viele davon klappen, werdet ihr sehen. Theoretisch brauche ich 2 Rüstungen. Die erste, also warum 2? Die erste wird mein Kollege bekommen, weil er eben ein mehr oder weniger Sponsor der Rüstungen war. Und die zweite ist dann für mich. Also eine hat schon geklappt, ist schon mal mega. Und hier ist auch schon die zweite, mega nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen, es ist ein relativ kurzer Part, aber man sieht sich im nächsten Video. Euer Snow White. Ciao.